Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Ark Fjordur. Nacht überschlafen, so wie sich das gehört. Ich würde sagen, ich räume mal kurz ein bisschen das Inventar auf. Wir haben ja noch ein paar unnötige Strukturen dabei. Dann schnappen wir uns Dödi und gehen auf Steinejagd. Das können wir aber auch drüben machen, oder? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Steine, auf jeden Fall hier. Wir haben drüben auch schon Steine gesammelt, aber ich hätte gerne auf beiden Lagerstellen ein paar. Damit wir handlungsfähig sind auf allen Seiten. So, Struktur, die ich unnötig dabei habe. So. Hier. Zack, zack. Ich habe noch mehr unnötigen Kram dabei, aber ist okay. Tracy freut sich ja über sowas, oder? Oder, Tracy? Ja, du freust dich darüber. Ihr könnt die Desmond-Mörder haben. Wie viel hast du jetzt? Acht. Acht Desmond-Mörder jetzt dazwischen geparkt. So, kannst auch den Kram wieder haben. Weg, weg. Komm weg. Weg. Eine gewisse Form von Ordnung. Wollen wir Gasbacks Steine holen gehen? Gewicht 4.500. 5.000. Aber du hast schon mehr Life, ne? Jo. So. Mit dir gehen wir jetzt. Oh, du bist verletzt. Wie viel Life hab ich gegeben? Oh, ja, gut. Du kommst mit. Da ist Dödi. Dödi? Oh. Und was zum Verteidigen. Ja, Megatherium, finde ich gut. Ich würde mal sagen, dann hängt ihr euch an Dödi ran. Und ich versuche hier rauszukommen. Ah! Ätzend. So. Steine kloppen. Wahrscheinlich brauchen wir nicht mal sowas wie ein Gasbex dabei, weil hey, die Gewichtsreduktion auf Stein bei so einem Dödi-Kurus ist echt schon kein schlechter Scherz. Wo es fühlt sich an wie ein schlechter Scherz, so viel wie man da kriegt. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, wie viele Steine wir uns, also wie viele Steine wir uns holen sollten. Da oben ist auch ein Dödi, ich sehe da gerade einen. Mal gucken. Vielleicht ist ja ein anderes Geschlecht, gut gelevelt. Dann haben wir unser Zehn für heute auch schon wieder erledigt. Wir nehmen jetzt einfach Steine mit. So. Wir müssen gleich mal Ausdauer regenerieren. Oh. Sind jetzt schon bei fast 2000, würde ich sagen. Das ist schon enorm. So.
Hier allein am Fluss sind so viele Steine. Ob es lohnt sich ja kaum, das Grundstück zu verlassen. Egal, wir machen es trotzdem. Ein bisschen umgucken muss ja sein. In der Ecke, die wir schon kennen, aber... Und ist auch ein Raptor, ein bisschen kämpfen und Ravager. Wo ist der Dödi? Wir haben hier ein Weibchen, oder? Ja. Oh, es ist ein Aberrant-Dödi, der leuchtet auch noch im Dunkeln. Aber ich glaube, so wird das hier nichts mit Fortpflanzungspartnern, wenn einfach von allem irgendwelche Aberrant-Varianten existieren. Ja. Die Schlange? Ja, gut. Wenn die Schlange sonst nichts zu tun hat. Böp. Also, wir sind gewichtstechnisch schon gut dabei. Alter. Ich liebe das Steinefarben mit so einem Dödikurus. Einfach nur göttlich. Gab's hier auch Mantis? Die da oben gerade kennt das Camp, das sind zwar Raptoren, aber... Hier eine Mantis? Jetzt gut gelevelt? Ich habe die Hörner nicht mehr dabei. Oder das Insektenschutzmittel. Habe ich ja alles schon wieder bei Tracy abgeladen. Vergesst meine Gedanken. Das war zu weit weg. Besser. Es sind mehrere. Sehr schön. Gut, zwei. Besser als nix. Boah, ja, die Raptoren haben hier ordentlich zugelangt. Haben aber auch gut aufs Maul gekriegt. Text-Ego 120. Ne. Ich sagte ja Text-Ego, wenn über 150. Und ich habe das Geschlecht von unserem sowieso schon vergessen, aber egal. Darauf würde ich dann tatsächlich nicht mehr achten. Oh, wir sind langsamer geworden. Weil wir zu viele Steine haben. Oh yeah. So gefällt mir das. Schauen wir doch mal. Achso. Du bist C4. Den da brauche ich. Das Omni-Tool. Ist die gleiche Textur, das ist gemein. So. Oh, nice. Ich glaube, wir hätten das Megatherium noch gar nicht mitnehmen brauchen. Vor so vielen Sachen mussten wir uns jetzt noch nicht verteidigen.
Aber so, Vorsicht ist besser als Nachsicht, nachdem wir jetzt erst vor kurzem wieder so große Verluste hingenommen haben, fühle ich mich so einfach besser. Ach, es gibt schon wieder ordentlich Stein jetzt hier. Oh, schön, aber haben wir gleich die erste Hälfte schon wieder rum, haben ordentlich Steine ran geschafft. Dann kann die Mantis-Suche weitergehen, beziehungsweise für die Suche würde ich dann tatsächlich sagen, nehmen wir nicht mal den Vulkan. Das heißt, wir müssten gar nicht so viel suchen. Ist auch schon wieder Aberrant. Ich fürchte halt, dass es hier sehr viele Aberrants geben wird. Aberranz. Aberrantium. Nee, das klingt komisch. Weiß nicht. Da kann ich schon wieder ein paar Sicherungen durch. Da unten liegt eine tote Schlange. Wo kommt die denn her? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hundertfünfziger. Wurde ich gerade geschubst, okay. Oh, mit euch gibt's jetzt auch Ärger. Ich sehe das schon kommen. Mein Gasbags ist jetzt in mir. Echt jetzt? Ist okay. So. Hier am Fluss, die Steine sind natürlich wieder sehr nah beieinander alle. So ist das natürlich richtig geil. So. Bewegen wir uns mal Richtung Teleporter. Die Sachen weg. Und schauen wir, dass wir Mantis kriegen. Ich würde mal sagen, wir nehmen dann das Teleporter-System vor der Map. Und schauen einfach mal. Müssten wir direkt am Vulkan rauskommen. So viele Steine, ich habe gerade Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Ja, damit! Juhu. So, ihr folgt mir jetzt mal nicht mehr.
glaube, ich bringe nur die Steine vom Dödikoros rüber. Mit anderen Worten, ich packe ihn voll. So, Target full. Perfekt. Tracy, du hast noch ein Hörnchen. Naja, du hast noch mehrere Hörnchen. Und auch das Zeug, genau. Oh, 4 Stück. Mehr als genug. Ihr bleibt zusammen. Wir hauen ab. Cool. Gefällt mir. So, dann schauen wir mal, wie viele Steine da jetzt drin sind. Genug hoffe ich erstmal. Fast 12.000. Jo. Nice. Hier nochmal ein paar Barren reinpacken. Dabei. Oh, sehr schön. Ich liebe es gerade wieder richtig, wie gut alles gerade läuft. Das ist richtig schön. So, Agathe. Aber Abstand. Und so, du bist Alheimer, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, ein, zwei Bauprojekte müssten wir auf jeden Fall auch nochmal weitermachen. Und da sind wir auch eigentlich bald schon wieder irgendwie so durch mit den ganzen Zielen, die ich habe. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann weitermachen, falls wir das dann noch weitermachen. Also zum Beispiel dieser Unterwasserhöhle. Ah, ich glaube, das ist nicht so. Da. Oh, direkt ein Veloda hier. Oh, ich liebe euch. Oh. Ja, falsche Taste. Agathe? Muss ich mit dir her, bevor irgendein Basilisk hier rausgeschossen kommt oder so? Das ist nämlich der Grund, warum ich hier so ungern wäre. Basilisken. Oh, sind wir hier nicht bei den Feuerwürmern? Ich direkt Feuerwürmern erwischt? Ja, da unten. Da war gerade nicht so viele zu Hause zu sein. Oh, verdammt, sind viele zu Hause. Entschuldigt bitte meine absolute Falschinformation. Oi! So, hier oben war ein roter Strahl, den nehme ich mit. Dunkleistois, Gacha und ein Schwert. Ja, gut. Oh, Mantis. Die gelbe brauche ich. 140 Female, richtig gut. Huh. Falls die überlebt. Ich probiere es einfach mal. Ob die jetzt mitten im Kampf, ob das funktioniert oder nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nö.
Wir müssen einmal gucken, dass wir die Triceratops loswerden. Ja, gut. Ah, ihr dürft weiterleben, ist in Ordnung. Es macht gar keinen Sinn, euch umzubringen. Oh, Schande. Ja, guck mal, wie schnell es doch ging, hier ein High-Level-Mantis zu finden. Und das war sogar schöne Farben. Also kann es sein, dass wir hier am Vulkan vielleicht doch Glück haben, dass ich bis jetzt immer nur die langweiligen gesehen hatte. So, ist meine Rüstung noch komplett. Ja, ordentlich zugelangt aber schon. Wow. Schon cool hier auf jeden Fall. Was? Das ist denn hier für eine Spawnblase? Macht mal, ich suche Mantis. Das ist ein Alpha-Rex. Naja. Nachdem ich jetzt die Erfahrung mit so einer riesigen Anzahl Alpha-Mosas gemacht habe, finde ich so ein Alpha-Rex ein bisschen langweilig. Oh mein Gott. Den will ich haben. Okay. Ich? Alles dabei? Zehmkäfig wäre jetzt schlau, aber 5600? Oh, 10 Stück brauche ich. Das war jetzt immer eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. 10. Bitte schlafen. Danke. Ich muss mal kurz Gemüse holen. Oh. Parkplatz. Jo, oh, sie kommt mit, sie kommt mit. So, dann darfst du auch wieder dich verteidigen. Gemüse. Müsste ich von unten rankommen. Was nehmen wir denn mal? Mais. 300 Mais, passt schon. Mal kurz nach Narkobären. Ob wir da auch noch welche haben. Und? Welches Geschlecht ist der andere? Ach, schade. Aber zwei Weibchen, aber ich stehe auf diese Textdegos. So. Oh, ich glaube, ich muss nicht nachbetäuben. Täuben. Oh, sehr schön. Gefällt mir. Okay, dann fliegen wir weiter. Behalte mal groben Blick nebenbei. Vorzugsweise natürlich außerhalb der Renderreichweite.
Aber mein Insektenschutzmittel ist noch wirksam. Bis jetzt haben wir halt Mantis immer nur in der Nähe der Wyvern-Schlucht gesehen gehabt hier. Also wir müssen gleich wieder zurück zu den Wyvern. Das ist so, yay. Aber wir schauen mal. Wasserquelle, Atopleura. Da ist ein Mantis zwischen. Level 50. Nein! Oh, schon wieder falsche Taste. Wer? So. Oh, ich dachte, ich kann die Mantis ausgreifen. Nö, gut. Halb so schlimm, eine 50er will ich nicht. Die gibt es bestimmt genug, die nachspawnen können, weil wir haben genug Fläche für Mantis. Und aufgrund des doch biombedingten schlechten Bewuchses hier, sollten wir die auch recht schnell finden. Höhle. Das Teil. Okay. Das schlau. Das ist zu den Wyvern rein, oder? Jo. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Geh wen anders anzünden. Wir brauchen das nicht. Kommst du hier durch? Oh krass, kommst du durch. Dann müssen wir uns doch mal mit dir unterhalten. Du bist alleine, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Darf mich nur nicht zu oft treffen lassen. Welches Level? Da 150 oder 50? Fünfzig. Gut, weg. Wir gehen weg. Liegen weg. Boah, unangenehm. So. Gutes Gespräch, sage ich dazu, aber. Wir sind ein Wyvern los. Können fünf weitere nachspawnen oder wie auch immer das jetzt läuft. Ei, wir sind hier direkt über der Schlucht von denen, das ist okay. Da ist einer draußen. Mit dem Feuer muss man echt aufpassen. Das, dieser Prozentschaden, der tut nicht nur ein bisschen weh. Da hinten ist noch eine Mantis. 20? 22er. Na gut. Auch weg. So, weiter geht die Fahrt hier. Da ist ja noch eine. 140 Female. Das wäre doch ein netter Abschluss, oder? Für heute?
Nicht da. Nicht werden. Mitkommen. So wird jetzt einen tollen Abschluss. Wir gehen mal. Mentes, wir wollten nichts von dir. Ich könnte einfach mal von oben drauf hüpfen. Gucken, was da passiert. Jawoll! Eintüten? Gucken wir beim nächsten Mal genau an. Jetzt würde ich jetzt noch mal kurz schauen, weil hier ist noch eine nachgespawnt. Welches Level die gute Dame dann hat. Oder der Herr. 60. Nicht so geil. Warte, so. Ich würde mal sagen, machen wir jetzt hier auch einmal Schluss für heute. Wir werden beim nächsten Mal noch ein bisschen hier bleiben und die Laufzeit des Insektenschutzmittels noch hier verbringen. Wartet. Okay, danke fürs Warten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.